Hintergrund der deutschen Nationalmannschaft und ihrem ohnmächtigen Chefdrohen nach der historischen 0:3-0:1-Pleite bei Erzrivale Niederlande nur wenige Monate nach dem WM-Desaster mit dem Abstieg aus der Nations League ein weiterer schwerer Image-Schaden. Mehr noch vor dem entscheidenden Duell bei Weltmeister Frankreich in Paris am Dienstag 20:45 Uhr im Live-Ticker ist sogar eine vorzeitige Trennung in der Stadt der Liebe nicht mehr undenkbar. Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Wir stehen alle in der Verantwortung, ich als Trainer zuallererst, sagte Löw. Dass die Debatte um ihn nach der höchsten Niederlage gegen Oranje an Fahrt aufnehme, sei normal, ich habe auch Verständnis dafür, ergänzte er. Doch Löw will ausblenden, was auf uns einprasselt, ich muss mich um die Mannschaft kümmern. Löw macht in der schwierigsten Phase Witze über seine Lage, kann, ja soll und darf er dies noch. Als Löw in der Johan Cruyff Arena von einem niederländischen Journalisten gefragt wurde, ob dies eines seiner letzten Länderspiele gewesen sein könnte, glaubte er offensichtlich, sich verhört zu haben. Für mich, oder was, sagte er, da müssen wir schnell tauschen hier, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Hilfesuchend blickte er zu Pressesprecher Jens Grittner, fragte, haben wir die Frage richtig verstanden, oder falsch? Nein, sagte er dann, im Moment sei die Zukunftsfrage nicht seine alleinige Entscheidung. Was das bedeuten sollte, das war ein Spaß, sagte Löw im Gehen dem Reporter der Bild-Zeitung. Wie bitte? Ja, richtig, Löw macht in der schwierigsten Phase seiner über 12-jährigen Amtszeit Witze über seine prekäre Lage. Reinhard Grindel vermied ein klares Bekenntnis zu seinem leitenden Angestellten. Die Konzentration gelte Frankreich und dem Rückspiel gegen die Niederlande im November, sagte der DFB-Präsident auf Sit-Anfrage. Wäre Löw danach im Abstiegsfallweg? Dieser GAU wird von der DFB-Spitze diskutiert, Grindel aber betonte, es sei nun umso wichtiger, als ein Team zusammenzustehen. Deutschland ist endgültig im Mittelmaß angekommen, dabei wehte ein Hauch von Bundestrainerdämmerung durch die Arena in Amsterdam. Der schleichende Verfall von Coach Löw und seinen abgehalfterten Weltmeistern scheint nicht mehr aufzuhalten. Die desaströse WM war kein Betriebsunfall, wie Löw der Fußballrepublik in seiner Analyse weismachen wollte, die DFB 11 ist nach Jahren im Erfolgsrausch mit angebrachten Jubelarien auf Löw endgültig im Mittelmaß angekommen. Sollte sie am Dienstag verlieren, wäre der Abstieg nicht mehr aus eigener Kraft zu verhindern und Löw trotz Vertrages bis 2022 kaum zu halten. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir den Charakter haben, das zu verhindern, sagte Löw nach seiner höchsten Niederlage im 168-Spiel, die er als sehr brutal erlebte. Ist Löw noch der Richtige? Ich mache da kein Thema draus, das ist es für uns überhaupt nicht, sagte Kapitän Manuel Neuer, der die Apokalypse mit seinem Fehler vor dem 0:1 von Virgil van Dijk 30. eingeleitet hatte. Wir versuchen, geschlossen aufzutreten und zusammen aus dieser negativen Phase rauszukommen. Julian Draxler, Wortführer der jüngeren Generation, meinte, ich glaube nach wie vor, dass er ein sensationeller Trainer ist, Boateng, Hummels und Co. werden ihrem Führungsanspruch nicht gerecht, doch Löw bekommt die schon beim WM-Debakel eklatanten Probleme wie Konteranfälligkeit und Offensivschwäche nicht in den Griff. Auch weil er weiter auf seine abgewirtschaftete Achse um die Weltmeister von 2014 baut. Die jungen Spieler wie Draxler, Leroy Sané oder Julian Brandt hätten noch nicht die ganz große Qualität, um an ihrem Zenit zu sein, wir dürfen von ihnen keine Wunderdinge erwarten, sagte er. Manche der Erfahrenen seien noch wertvoll und haben Qualität. Doch auch Löw war aufgefallen, dass weder Jérôme Boateng, der aufgrund muskulärer Probleme gegen Frankreich ausfällt, oder Mats Hummels, noch Toni Kroos in der Schlussphase mit den Treffern von Memphis Depay, 87. und Georginio Wijnaldum, 90.
3 ihrem Führungsanspruch gerecht wurden. Da müssen die Spieler Verantwortung übernehmen und nicht vogelwild irgendwo rumlaufen, schimpfte er. Neuer gab zu, das war ein bisschen Harakiri. Dass gestandene Nationalspieler wie Hummels die Erniedrigung durch eine Mannschaft schönredeten, die bei den letzten beiden Turnieren Zuschauer war, erschreckte. Es hilft uns nicht, im Negativen rumzudümpeln, sagte Neuer, wir müssen unser Bestes geben, jeder Einzelne und als Mannschaft geschlossen in Paris. Doch es gab auch kritischere Stimmen, von den Jüngeren. Schönreden bringt jetzt nichts mehr, sagte Joshua Kimmich, der einzige echte Lichtblick an einem rabenschwarzen Abend. Es ist auch nicht so, dass das irgendwie Zufall ist. Immer Pech ist kein Zufall, irgendwas steckt dahinter. Nur was? Es geht mir alles zu langsam, es ist zu berechenbar. Es passiert viel zu wenig. Es fehlt Risikobereitschaft. Wir spielen den Ball immer hin und her, bis wir einen Konter kassieren. So können wir nicht weitermachen, sagte Draxler. Sätze, die von Löw hätten kommen müssen. Mehr zu Joachim Löw, Deutschland und der Nations League.